Hallo, guten Tag. Schön. Ja. Ja, schön. Genau. Freut mich, dass so viele gekommen sind. Ich stelle heute das Trautonium vor. Ich erkläre es ein bisschen, weil viele kennen das Trautonium gar nicht. Das Trautonium wurde in Berlin zwischen 1926 und 1930 erbaut, sagen wir mal erfunden. Und zwar in der Radioversuchsstelle, in der Musikhochschule. Und damals hat man sich noch gedacht, okay, wir richten in der Musikhochschule ein Zentrum ein, wo sich verschiedene Leute treffen können und was entwickeln können. Also sprich ein Elektrotechniker und ein Musiker. Ich spreche heute als Musiker und die beiden, der Trautwein, so heißt das Instrument, deswegen heißt es ja Trautonium, weil der Trautwein das erfunden hat, und der Paul Hindemith haben sich so 1927 in dieser Hochschule getroffen und haben diese Rundfunksversuchsstelle eingerichtet und da experimentiert, und dann sind sie auch zu einem Ergebnis gekommen. Wir haben eine Saite und unter der Saite ist eine Metallplatte, und wenn ich die Saite runterdrücke, stelle ich einen elektronischen Circle her, und so entsteht der Sägezahnschwingung sozusagen. Auf Englisch ganz kurz: I have a string and under the string is a metal plate and I press the string onto the metal plate and so I close an electric circuit and so we heard a sawtooth sound. The sawtooth wave, hört nicht gut an auf Englisch. So, ich mache das mal kurz vor. Also wir haben eben diese Saite, und wenn ich das dann, sieht man vielleicht sogar toll. Ja, also das ist die grundsätzliche Idee von dem Instrument. Ich habe auch das kleine Trautonium da, weil die Leute damals dachten, okay, wir haben Industrialisierung, wir fliegen mit Flugzeugen, wir haben Autos, wir haben elektrisches Licht, wir brauchen ein elektrisches Instrument. Und dann dachten sie, okay, aber das muss komplett anders sein als jedes andere Instrument. Ich sage das nur deswegen, weil es ganz wichtig ist, weil die gedacht haben, ein Instrument, das darf keine Tasten haben, das Instrument hat auch keine Tasten, hat nur so Hilfstasten. Also der Gedanke war eben auch, ein Instrument herzustellen, das über Drücken geht oder so, ja, und nichts mit einem normalen Instrument zu tun hat, aber dieselben Artikulationsmöglichkeiten hat. Also ich kann ganz laut spielen, leise und kurz und so weiter. Das ist ein klassisches Instrument, also klassische Musik wurde da zuerst gemacht. Und ich habe hier das kleine Trautonium, und die Firma Telefunken dachte, oh, das ist das super Ding, das müssen wir serienmäßig herstellen. Das haben sie auch gemacht. Und dieses Instrument wurde serienmäßig, das erste serienmäßig hergestellte elektronische Instrument, und haben dann sehr viel Geld reingesteckt, weil die dachten, das ist es total. Das kannst du in Radio einstecken und losspielen. Ja. Die dachten, das ist wie ein iPad, das ist das neue iPad. Haben dann Millionen reingepumpt, war ein totaler Flop, hat niemand interessiert, weil das Instrument auch sehr teuer war. Und ich spiele heute erst auch für euch, weil ihr habt ja so viel elektronisches Zeug heute gehört, die erste Komposition für elektronisches Instrument. Und das ist von Paul Hindemith. Das ist auch ein Mann dieser Stadt. Also ich bin nicht schuld wegen der Musik. Und der hat es genannt, des kleinen Elektromusikers Lieblinge. The little electromusician darlings. Super. Ich finde es super. Ich spiele mal einen Teil daraus vor, dass ihr so einen Eindruck habt, wie hat denn das geklungen. Aber das Einzige, was jetzt wirklich schockt, ist eigentlich, nur die Klangfarbe konnte man ändern, sonst nichts eigentlich. Und dieses Lights, mehr konntest du nicht machen. Aber trotzdem ist dieser Gedanke eben, also total entspannte Musik, langsam, slow und total so, ja. Und halt eine Komposition von Hindemith. Ich spiele das nur kurz an, weil es dauert wirklich normalerweise eine halbe Stunde, aber das ist jetzt kein klassisches Konzert. Und ich mache das so, ich habe einen Looper hier. Ich spiele erst die Bassstimme, dann hören wir die Bassstimme, dann die zweite Stimme und dann die dritte Stimme. Dann kriegt man so einen Eindruck, was die da machen wollten damals eigentlich mit dem. Das erste kompositorische Meisterwerk, ja, so. Thank you.
Also erste Bassstimme, zweite, jetzt kommt noch die Solo-Stimme. Genau, so hat sich das angehört. Musik, das war der erste Augenblick, wo die das vorgeführt haben, dieses Stück. Und die Leute waren total geschockt und dachten, was ist das für ein Teufelsinstrument, weil man die Klangfarbe ändern konnte. Das war das erste Mal, dass man Instrument die Klangfarbe ändert. Und ich habe das jetzt auch nochmal, habt ihr gemerkt, einmal war das sehr mit einem großen Hall und einmal mit einem kleinen Hall. Und zwar hat er dazu auch gehört, das ist auch in der Notation auch so beschrieben, dass du die Boxen, wurden ja auch gerade erfunden, also die Lautsprecher, dass du die Lautsprecher in einen anderen Raum gestellt hast, also dass du die Musik von Weitem gehört hast. Das hieß dann eben Fernwerk. Und das kurze Stück, also dieses perkussive Stück, das war Hauptwerk. Da musste man dann die Boxen einschalten, die am Instrument waren. Also man hatte Boxen woanders aufgestellt oder auch Boxen, Lautsprecher auch in der Audience, also bei den Leuten hingestellt, wenn man einfach mit der elektronischen Musik auch eine neue Hörgewohnheit erfinden wollte. Ja? Also dass du ganz anders die Musik wahrnimmst. Ja? Und jetzt kommen wir gleich auch zum nächsten Instrument. Also es ist jetzt der Vorläufer gewesen, totaler Flop. Ja, das ist leider die Geschichte des Scheiterns vom Trautonium, weil ihr, viele kennen das gar nicht, aber das ist leider so ein bisschen, aber egal. So, das nächste ist das Mixtur-Trautonium. Und ich habe vorhin schon gesagt, was ist jetzt entscheidend, was ist jetzt da anders eigentlich gewesen in der Zeit? Nochmal, Berlin 1927, zwischen den zwei Weltkriegen, totale Aufbruchsstimmung, Industrialisierung, erste Gay-Communities, Heroin, Kokain legal, drittgrößte Stadt in der Welt. Also nur London und New York waren größer. Berlin hatte 4,2 Millionen Menschen. Also alles hat sich hier getummelt, wie jetzt auch. Habt ihr ja gesehen da draußen. Ja. So, und dann dachten die, super, wir müssen ein Instrument bauen, das komplett anders ist. Und entscheidend ist jetzt bei dem Mixtur-Trautonium, ich habe den subharmonischen Generator. Viele wissen von euch, was das ist. Das ermöglicht mir, Töne dazuzuschalten. Also pro Manual habe ich nicht einen Ton, sondern vier Töne. Die kann ich dazu schalten von der Obertonreihe.
Aber die Obertonreihe, und das war bewusst ausgewählt, ist nicht die wohltemperierte Stimmung. Also wenn ich die Akkorde dazu mache, dann ist es immer flat, es ist immer ein bisschen falsch. Aber das war eben der Grundgedanken von den Kompositionen, die ich auch heute spielen werde, noch, dass du eben nicht nur jetzt anders spielst, also erstmal komplett keine Tasten hast, auf andere Ideen kommst, ja, und dass du Akkorde hast, die du auf keinen anderen Instrumenten spielen kannst. Ich kann tiefer spielen als alles und höher, und die Akkorde sind immer flat, weil es die Obertonreihe ist. Ja. Bloß gespiegelt, ein bisschen kompliziert. Und es war auch damals möglich, das war die einzigste Möglichkeit, Mehrstimmigkeit zu machen. Ja. Aber dadurch entsteht ein komplett neues Klanggerüst. Also für mich ist es mittlerweile fantastisch, weil ich spiele das, ich bin immer daneben, ich bin immer ein bisschen falsch, aber das ist für mich mittlerweile ganz normal. Und ich habe den letzten Spieler auch noch kennengelernt, den Oskar Sahn, und der hat zu mir gesagt, das war einfach Schluss für die 500 Jahre dieselben Akkorde. Also ist egal, ob Pop oder Klassik. In der Zeit zwischen den Weltkriegen dachte ich, ey, wir brauchen neue Akkorde, aber ein neues Klangbild, aber das emotional ist. Das ist auch der Grund, muss ich noch dazu sagen, deswegen hat Stockhausen oder Schönberg hat sich dafür nicht interessiert, weil die wollten Klangcollagen machen, und die Leute vom Trautoni und Paul Hindemith, der wollte Klänge machen, die ins Herzen gehen, aber trotzdem andere Akkorde sind und nicht die 500 Jahre alten Akkorde. Ja. Und das war der Versuch. Das wurde natürlich von den Nazis gestoppt. 1933 bei einer Machtübernahme habe ich gesagt, hey, Schluss mit den atonalen Umtrieben. Und der Hindemith musste das Land verlassen. Und so ist das ganze Instrument ein bisschen eingeschlafen. Aber der Oskar Sahler hat da weitergearbeitet an dem Instrument. Und sein Kollege, der Harald Genzmann, das war ein Student von Paul Hindemith, sorry, das habe ich so voll Quatsch, aber für mich ist es total wichtig, weil der hat das erste Techno-Stück eigentlich erfunden. Ja? Weil die haben damals, also das spiele ich jetzt auch. ja, das ist da. Das steht da. Auf Noten. Ist auf Noten aufgeschrieben. Naja, also die haben das so, ich habe den Oskar Sahler noch kennengelernt, ich habe das dem nie geglaubt, was der mir erzählt. Der hat mir erzählt, ja, die hatten Bandmaschinen, und er hatte eine Bandmaschine, und dann konnte er den Rhythmus spielen, aufnehmen und dann den Bass dazu spielen und dann die Melodie dazu spielen und immer halt wie ein Looper. Ich mache das jetzt mit dem Looper, aber ich habe das dem nicht geglaubt, bis ich dann ein Foto später gefunden habe, erst vor 5 Jahren habe ich das gefunden, wo ein Bild, wo das zu sehen war, dass er die Bandmaschinen hatte und das gemacht hat. Ja. Und das heißt ja einfach, er hat den Rhythmus gemacht, wie ihr das jetzt macht, einfach Rhythmus, Bass, ich muss hier auch nur ganz kurz erzählen, ich finde es ja ganz tolle Musik. Ich lache deswegen, weil ich war auf einem Konzert bei Oskar Sahler, ich durfte im Backstage war Kraftwerk und Oskar Sahler und Kraftwerk Leute haben gesagt, hey Oskar, du bist so super, und er hat nur zu denen gesagt, ihr seid Größen in Unterhaltungsmusik. Und ich habe gedacht, spinnst du? Du kannst doch nicht zu denen sagen, das sind Götter. Und er hat überhaupt nicht kapiert, was die von ihm wollen. Er hat gesagt, ihr macht Bumtschak Bumtschak, was soll das? Das ist doch keine Musik. Er hört mal, und die haben das verehrt, aber er hat sich darüber lustig gemacht. Er hat nicht kapiert, was die wollen von ihm. Ja? Für mich war das total peinlich. Also ich habe mich für ihn geschämt, ja? Weil ich das natürlich großartig finde. Okay, also ihr hört jetzt eben, das ist wirklich Noten. Also ich spiele erst diesen Rhythmus ein, dann kommt der Bass dazu und dann die Melodie. Und dann ist ein Stück noch, das ist ein bisschen getragener, das ist ein tiefer Bass. Und dann kommt die Melodie dazu. Was wollte ich denn noch sagen? Das ist von Harald Genzmann von 1958, der erste Techno. Thank you.
Thank you.
Ihr könnt das überprüfen. Ja. Danke. Ihr könnt das überprüfen. Es gibt alte Aufnahmen, findet ihr in dem Internet. Ja. Okay, jetzt haben wir eine kleine Überraschung für euch. Wir haben einen Film, da seht ihr den ersten Spieler. Also diese Aufnahmen sind so von circa 1928 oder 29, da seht ihr so das erste, also es ist sogar vor dem Instrument, seht ihr, und dann ist dieses Instrument natürlich nur deswegen bekannter geworden, weil Alfred Hitchcock die Vögel gemacht hat, The Birds, und Oskar Sala hat den Soundtrack dazu gemacht, ja, und das ist die wahre Trautonium-Musik, die werde ich nachher auch spielen, da hört ihr zum ersten Mal die wirkliche Trautonium-Musik, also das ist da drin, lasst euch überraschen. Das ist der Höhepunkt dieses Instrumentes. Okay, viel Spaß. Es ist mir eine ganz besondere Freude, das neue elektrische Musikinstrument, das Trautonium, vorführen zu können. Ich hoffe, dass Ihnen das neue Instrument gefallen möge und wir werden uns gestatten, nunmehr einige Proben praktisch vorzuführen. Zur Erzeugung elektrischer Schwingungen und deren weitgehende Variationsmöglichkeit in Verbindung mit Spielmanualen, automatischen Regelschaltungen, Klangwandlern, Verstärkern, Schallstrahlern und mit Tonbandgeräten variabler Geschwindigkeiten. Klingt ja einfach toll. Hier klingt ja wie meine Bilder.
Grund? Ja. Konkrete Musik? Das ist Klaus. Klaus ist ein Maler, ein sehr begabter Maler sogar. Wir werden heute noch einiges von ihm zu sehen bekommen. Ja. Konkrete Musik, das verstehe ich. Ja. Wenn die Franzosen diese Musik Musik konkret nennen, dann soll damit ausgedrückt werden, dass das, was wir aus der Harmonielehre heraus als Musik bezeichnen, umgewandelt worden ist in Töne der Gegenwärtigkeit, in Töne des alltäglichen Lebens. Hast du das verstanden? Ja, schon, aber... schon. Mach schon. Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. It will be seen in theaters like this across the country. In my lecture, I hope to make you all aware of our good friends, the birds. Theirs is a noble history, and through it all, man has played a conspicuous part. Surely the birds appreciate all we've done for them. Don't you? Beautiful cage, fresh water, neither birds to bother you, none of that blinding sunlight. Oh! Now why would he do that? Most peculiar. What on earth? Children into the house. Scratch down her cheek, but it's nothing. That makes three times. Mitch, this isn't usual, is it?
The gull when I was in the boat yesterday, the one at Annie's last night, and now... Last night? What do you mean? A gull smashed into Annie's front door. Mitch, what's happening? I don't know, but do you have to go back to Annie's? No, I have my things in the car. Stay and have something to eat before you start back, huh? I feel a lot better. Das ist der Trautonium-Sound. Das ist Okay. Vielen Dank. Jetzt zeigen wir den Film, einen Teil davon, Voyage to the Moon. Geschichte ganz kurz, auch wieder eine Geschichte, ein Flop-Geschichte. Die NASA gab nach der Reise zum Mond das ganze Filmmaterial einen Deutschen, einen Berliner Filmemacher, das ganze Material von der Reise zum Mond, also alles, was die Astronauten gefilmt haben, alles. Und der hieß Manfred Dunjok und er sollte einen Film schneiden, ja? Einen schönen NASA-Film, den die dann in der ganzen Welt zeigen können. Und der Manfred Dunjok nahm das Material und hat einen super Film geschnitten und hat nur Trautonium-Musik da drauf gemacht und kein O-Ton, gar nichts, nur Trautonium-Musik. Also zusammen mit dem Oskar Salas 60, 70 Minuten Trautonium-Musik und dieses Space, Voyage to the Moon. Und hat es den NASA zurückgegeben, hier ist der Film, super, wonderful Film, take it. Und it's good. Und die NASA sagt, hey, what the fuck? Was soll das? Was soll die Musik? Da ist kein Sprecher, da ist keine Information, nichts. Und der Film wurde nie gezeigt, nie im Kino gezeigt, nie im Fernsehen gezeigt, gar nichts. Also da sind auch Aufnahmen drauf, die habt ihr noch nie gesehen, weil der Film wurde nie gezeigt. Ja, das ist sehr lustig. Und wir zeigen jetzt 30 Minuten davon. Da seht ihr mal die Astronauten, die hatten ja nicht so viel zu tun am Mond. Die spielen dann mit den Steinen Fußball auf dem Mond, was man halt so macht am Mond. Genau, vielen Dank für euer Interesse und da ist jetzt alles Trautonium drin, die Akkorde und so weiter, da hört ihr das mal. Okay, vielen Dank. Und es ist laut. Ten, nine,
8, ignition sequence start, 6, 5,